BYD, Geely und andere chinesische Autoaktien. Die haben in den letzten Monaten korrigiert, aber jetzt ziehen sie wieder an. Sind diese Aktien jetzt wieder interessant? Und wenn ja, welche? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich habe im vorletzten Video zur Inflation zwei Gedichte zum Besten gegeben hier. Eins von der EZB und eins von mir selbst. Und das Großartige war dann, dass von Ihnen daraufhin noch mehr Gedichte gekommen sind in den Kommentaren. Zum Beispiel, ich zitiere: Jeden Montag heimlich schaue ich den Clip vom Heinrich. Dann bin ich wohl bald steinrich. Mein Gedicht ist peinlich. Nein, ist es selbstverständlich nicht. Meins war peinlich, nicht ihrs. Oder aber: Mir ging wahrlich schon die Düse, dass meine Kohle ich einbüße, wenn ich mich hier nicht verließe auf die profunde Analyse. Beide Gedichte sehr schmeichelhaft natürlich und auch echte kreative Leistungen. Und man sieht wieder mal, dieser Kanal bringt das Beste aus seinen Zuschauern hervor. Soll einer mal sagen, dass Anleger keine kunstsinnigen Menschen sind. Und darum führen wir das jetzt auch gleich weiter. Ich hoffe insgeheim jetzt, dass ich noch mehr Zuschauer dazu kriegen kann, hier was zu dichten und drunter zu schreiben. Jeder Beitrag ist natürlich willkommen. Ich bin sogar nah dran, dass ich jetzt sage, jeder, der das macht, der kriegt ab jetzt alle Zukunftsmärkte-Reports von uns gratis. Nur. Hahaha, sie sind ja sowieso schon gratis. Jeder kann sie lesen, oder Sie müssen sich nur einmal eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Und in dem Report, der morgen rausgeht, darauf sei auch schon mal hingewiesen, jetzt, da geht es genauso wie hier jetzt um den chinesischen Autosektor dann. Ich will einfach nicht jetzt in dem Video acht Autoaktien durchjagen, das bringt auch nichts. Darum drei Aktien jetzt heute hier im Video und die übrigen morgen eben im Report, so wie wir es ja öfter machen. Tragen Sie sich gleich dafür ein. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Ohne Kosten oder Spesen kannst du die Reports jetzt lesen. Bei uns bekommst du Qualität. Mach's jetzt, denn morgen ist zu spät. Erster Versuch von meiner Seite. Nachher kommt noch was anderes dann. Der chinesische Automarkt ist der größte Automarkt der Welt. Letztes Jahr sind da 25,3 Millionen Pkw verkauft worden. Dadurch auch im Krisenjahr 2020 nur ein Rückgang um 1,9% beim Gesamtabsatz. Davon haben die deutschen Autobauer unter anderem auch sehr stark profitiert. Volkswagen hat letztes Jahr fast jedes zweite Auto in China verkauft und bei Mercedes war es auch fast jedes dritte. Der Markt ist riesig, er ist von der globalen Konjunktur relativ unabhängig, weil speziell bei den chinesischen Herstellern, da geht es fast nur um die Binnennachfrage. Und der Sektor ist auch nicht so empfindlich, was jetzt so Dinge betrifft wie Delistings in USA und Aktienkaufverbote in USA für amerikanische Investoren und sowas, weil fast alle chinesischen Autoaktien in Hongkong gelistet sind, nicht in den USA. Es gibt aber auch Nachteile. Auch in China ist die Konkurrenz groß im Autosektor. Auch China ist betroffen von dieser Halbleiterknappheit, die wir generell haben gerade im Autosektor. Und auch die chinesischen Hersteller leiden natürlich unter hohen Preisen, die wir momentan haben für Stahl, für Aluminium, für Kupfer und so weiter. Das hat auch dazu geführt, dass auch die chinesischen Autoaktien dieses Jahr wieder korrigiert haben. Aber seit ein paar Tagen oder Wochen kann man jetzt sogar fast sagen, da ziehen die chinesischen Autoaktien wieder an. Und zwar teilweise auch gegen den allgemeinen Markttrend. Sehen wir hier klassisch bei der Aktie von BYD, da ist es sogar besonders extrem. Wir sehen hier im 2-Jahres-Chart in Hongkong-Dollar einen starken Anstieg 2020, aber dann eben auch eine scharfe Korrektur um bis zu 50%. Davor habe ich auch wirklich noch gewarnt hier Ende Januar. Aber jetzt seit 3 Wochen, da zieht die Aktie wieder deutlich an. Warum das alles? Was es den Anstieg betrifft 2020.
Sie erinnern sich vielleicht, es gab da eine unglaubliche Euphorie für Elektroautoaktien. Ja, auch für Tesla, für NIO und viele andere haben wir hier ja auch behandelt. Und was aber auch war bei BYD speziell, die haben 2020 in der Krise den Gewinn stark gesteigert um 162%. Nicht darum, weil die Autoverkäufe jetzt so gestiegen sind, die sind gefallen um 7,5%, also stärker zurückgegangen bei BYD als im Gesamtmarkt. BYD hat sogar Marktanteile also verloren. Gerade auch im Elektroautobereich übrigens, da ist der Absatz um 12,5% geschrumpft. Der von den Benzinern witzigerweise, der ist letztes Jahr gestiegen um 3,2%. BYD hat letztes Jahr mehr Benziner verkauft als Elektroautos, obwohl uns die Aktie ja immer verkauft wird als Elektroautoaktie. Warum der Gewinn jetzt trotzdem gestiegen ist, das wissen wir nicht so ganz genau, weil BYD das auch nicht wirklich ausgewiesen hat. BYD sagt aber, es gab Effizienzsteigerungen und höhere Margen im Autobereich. Ist auch plausibel, weil es neue höherpreisige Modelle gegeben hat, zum Beispiel den Hahn. Der ist preislich schon im Tesla-Bereich, hat auch eine hohe Reichweite von über 600 Kilometern angeblich. Sie haben also zwar weniger Einheiten verkauft, haben aber höhere Margen erzielt mit neuen Modellen. Und was wahrscheinlich auch was ausgemacht hat, BYD produziert ja seit der Coronavirenkrise auch Schutzmasken. Der Gewinnsprung war toll, eine tolle Sache. Man muss aber auch wissen, das war jetzt kein neuer Rekordgewinn oder sowas, sondern es wurde damit nur das Niveau wieder erreicht, das 2016, 2017 auch schon da war. Der Gewinneinbruch von 2018, 2019 ist damit jetzt aber immerhin ausgebügelt worden. Und als die Zahlen veröffentlicht worden sind, da hat die Aktie ja auch nicht mehr groß davon profitiert. Das Problem, das ich mit der Aktie habe, nach wie vor, das ist immer noch die hohe Bewertung. Die meisten Analysten sehen die Aktie positiv. Die Analysten gehen auch davon aus, im Durchschnitt, dass der Gewinn auch dieses Jahr nochmal steigt um 23%. Das ist die Durchschnittsprognose. Aber wir wären damit immer noch für dieses Jahr bei einem geschätzten KGV von 88, Stand Freitag. Und das ist schon viel. Ich habe immer betont, BYD ist ein sehr gutes Unternehmen, die sind innovativ, die haben viel bewegt, die haben viel auf die Beine gestellt, aber die Aktie ist eben teuer. Mir wird auch immer wieder vorgeworfen, also in den letzten Videos dazu, es gäbe ja auch noch die Batterien und Solarsparte und Halbleiter, das würde ich immer hier unter den Tisch fallen lassen. Stimmt natürlich zum Teil auch, aber so richtig wichtig sind diese Sparten bis jetzt eben auch noch nicht. Man liest ab und zu noch, ja, BYD sei der weltgrößte Batterieproduzent. Ich glaube das nicht. Und wenn doch, dann ist es nur so wegen dem ganzen Kleinzeug natürlich. Die Knopfzellen, die Smartphone-Akkus, die die auch machen. Aber nicht für Großspeicher- oder Autobatterien. Da gibt es Samsung, da gibt es Panasonic, da gibt es Amperex, die sind da viel größer inzwischen. Und hier haben wir die Umsatzanteile vom letzten Jahr und vorletzten Jahr bei BYD. Es ist immer noch so, Stromspeicher, Photovoltaik stagnieren bei 8%. 39% sind immer noch Auftragsproduktion von Elektronik und sowas. Das ist ein schwieriges, zyklisches Geschäft. Der Anteil von den Autos ist weiter gestiegen, von 49 auf 53%. Das ist einfach der Bereich, wo mehr denn je die Musik spielt bei BYD. Es kann schon sein, dass die anderen Sparten auch weiter wachsen, ist sogar sehr wahrscheinlich. Und dass BYD in diese Gesamtbewertung, die momentan ist bei 65 Milliarden Euro, dass sie da irgendwann wirklich mal reinwachsen. Es ist eben nur nicht sicher, weil ich eben auch glaube, der Wettbewerb, gerade bei Elektroautos und Batterien, der wird eben auch immer härter, gerade auch in China. Und darum können wir eben nicht sicher davon ausgehen, dass die Gewinne weiterhin stark steigen. In den letzten Jahren war die Gewinnentwicklung volatil. Ich weiß, BYD hat viele Fans hier, aber für mich bleibt BYD eine relativ spekulative Aktie. Ich wäre nicht zu euphorisch dafür. Was man machen kann, wenn man profitieren will von dem Momentum, das wir eben gerade haben,
dass man kurzfristig vielleicht kauft, dass man einen Stopp setzt unter dieses Tief, das wir gehabt haben im Mai. Oder aber man sagt gleich, ja, ich kaufe mal eine kleine Position. Das ist dann für mich eben eine spekulative Position, soll und kann jeder machen, wie er will. Ich will nur gesagt haben, hier für meinen Teil, dass es da eine hohe Bewertung gibt, die man eben auch beachten sollte. Geely Automobile, die zweite Aktie heute. Das Muster ist ganz ähnlich. Wir haben auch hier einen Ausbruch nach oben gehabt, 2020. Dieses Jahr dann eben auch eine scharfe Korrektur und jetzt wieder der Erholungsversuch, der auch hier dynamisch war, die letzten Tage und Wochen. Geely ist ein reiner Autobauer, hat inzwischen auch eine gute Elektroautopalette, ist damit auch einer von den großen Herausforderern von BYD. Die Bewertung ist aber deutlich niedriger. Die Analysten gehen dieses Jahr aus von einem Gewinnwachstum um 60% und damit läge dann das KGV auf den Gewinn von diesem Jahr ungefähr bei 21. Das Problem bei Geely, für den deutschen Anleger jetzt zumindest, das ist unsere Wirtschaftspresse, weil die immer noch permanent zwei Dinge verwechselt. Nämlich Zhejiang Geely, den nicht börsennotierten Mutterkonzern, und Geely Automobile, den börsennotierten Tochterkonzern. Und dann liest man immer noch Dinge eben dadurch wie, ja, Geely gehört Volvo. Geely ist der größte Aktionär bei Daimler, denen gehören da fast 10%. Und dann noch die eigenen Marken. Und damit ist Geely ja eindeutig unterbewertet. Ist natürlich Quatsch, wenn man so argumentiert, Volvo gehört der Muttergesellschaft, der Daimler-Anteil gehört der Muttergesellschaft und als Aktionär ist man da nicht daran mit beteiligt. Punkt. Genauso wenig wie man jetzt beteiligt ist an Lotus oder an Polestar oder an dem Venture mit Baidu. Das gehört alles zur Konzernmutter. Und falls Sie das noch nicht gewusst haben, dann ist es natürlich kein Wunder bei der Berichterstattung, die wir hier bei uns haben über Geely. Aber sehen Sie, allein dafür hat sich dieses Video schon gelohnt und ist für mich auch ein guter Grund jetzt, dass ich Sie mal daran erinnere, dass Sie diesen Kanal ja auch abonnieren können. Dabei dann auch immer die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigungsfunktion, wenn neue Videos da sind, wenn man es abonniert hat. Auch das ist sehr praktisch. Wo man beteiligt ist als Aktionär, das ist zum Beispiel Lynko, da ist man zu 51% mit dabei. Die Elektro-SUV-Marke, die auch neu ist und aber gar nicht so schlecht läuft. Die haben in China jetzt inzwischen schon eine halbe Million Autos verkauft. Und inzwischen war auch Vertriebsstart in Europa. Da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird in Europa. Also einfach wird es sicher nicht, ist wahrscheinlich auch erstmal nicht der große Gewinnbringer. Und wo man dann auch mit dabei ist als Aktionär, das ist die ganz neue Marke C-Car. Das heißt es aber nicht, dass man zum Beispiel von dieser Volvo-Übernahme durch die Konzernmutter gar nicht profitiert hätte als Aktionär. Auch die börsennotierte Tochter hat da enorm profitiert von der Technologie, nämlich von Volvo. Die haben dadurch einen großen Sprung nach vorn gemacht und das geht alles noch weiter. Also im Februar haben Volvo und Geely Automobile weitere Kooperationen angekündigt. Bei den Plattformen, bei den Antriebssträngen, bei der Architektur für Elektroautos, für autonomes Fahren und so weiter. Davon profitiert Geely und es ist auch ein klarer Wettbewerbsvorteil. Und auch die Geely-Aktie auf der anderen Seite kriegt man natürlich nicht nachgeschmissen. KGV ist auch hier deutlich unterm Sektordurchschnitt, ist auch höher als zum Beispiel jetzt bei Volkswagen oder BMW oder Daimler. Aber Geely, das muss man sagen, hat eine gute Marktposition inzwischen, hat attraktive Modelle und ist in China ein starker Wettbewerber. Darum würde ich sagen, ist hier die Bewertung zumindest angemessen zurzeit. Wenn Sie die Aktie noch billiger kriegen würden in den nächsten Monaten, irgendwann ist natürlich auch kein Fehler. Und damit haben wir jetzt zwei Aktien gehabt, die jetzt nicht billig sind, dafür mit Fantasie, kann man sagen. Was wir jetzt aber noch nicht gehabt haben, das ist so ein richtiges Schnäppchen. Und da habe ich auch was für Sie. Eine Aktie, die schon lang unterschätzt wird, meiner Meinung nach, und wo wir einen guten Einstiegszeitpunkt haben, jetzt aber möglicherweise. Die Dongfeng Motor Group. Auch hier
Klassisches Muster kann man schon fast sagen. Starker Anstieg letztes Jahr, dieses Jahr scharfe Korrektur und jetzt auch hier wieder ein Erholungsversuch. Allerdings, Anfang 2020 gab es bei Dongfeng schon mal einen starken Einbruch. Das ist ein Massenhersteller und den hat es in der Corona-Krise da am Anfang schon auch stark erwischt. Dongfeng ist der viertgrößte Autobauer in China, deutlich größer damit als BYD zum Beispiel. Und was die Bewertung betrifft, dadurch, dass die Aktie jetzt ja wieder gefallen ist dieses Jahr, dadurch haben wir Stand Freitag ein KGV von 4,4 und wir haben außerdem über 50% Abschlag auf dem Buchwert. Warum ist die Aktie so billig? Warum will die keiner haben? Man traut Dongfeng nicht so viel zu. BYD und Geely, die haben starke eigene Marken. Dongfeng baut vor allem Autos der Marken Nissan, Honda und Peugeot in Kooperation. Wobei das gut läuft, vor allem mit Nissan und mit Honda. Das sind beides Marken, die sind in China sehr beliebt, die sind da sehr gefragt nach wie vor. Wo es nicht so gut läuft, das ist das Venture mit Peugeot. Peugeot kommt in China einfach nicht weiter. Und 2020 war es da besonders schlimm. Da ist der Peugeot-Absatz von Dongfeng eingebrochen um 56%. Das war natürlich eine große Belastung. Der Gewinn insgesamt hat sich dadurch verringert letztes Jahr um 16,6% auf 10,8 Milliarden RMB. Damit war Dongfeng aber immer noch hochprofitabel. Und was den Gesamtumsatz betrifft, der ist im Krisenjahr 2020 trotz Peugeot um 6,8% gestiegen, vor allem dank Honda. Man sieht also, so übel sieht es da wirklich nicht aus, wenn man nur mal das mit Peugeot in den Griff bekommen würde. Das wird angegangen auch. Dongfeng hat letztes Jahr schon gesagt, ab jetzt gibt es da mit Peugeot keine Entschuldigungen mehr. Jetzt wird da mit aller Kraft und Entschlossenheit saniert. Und auch, dass man das Venture aufgibt sogar. Auch das ist denkbar inzwischen. Was meiner Meinung nach eher ein Befreiungsschlag sogar wäre. Damit wäre durchaus ein großer Klotz am Bein auch weg. Kann gut sein, auch dass sowas kommt jetzt in die Richtung, weil Peugeot ja jetzt fusioniert worden ist mit Fiat Chrysler zu Stellantis. Und da wird man jetzt sicherlich auch einiges umbauen wollen. Und Dongfeng ist übrigens einer der größten Aktionäre bei Stellantis, auch mit einem Anteil von 5,6%. Insofern, wir haben keine riesigen Wachstumsperspektiven vielleicht bei Dongfeng, aber wir haben ein grundsolides Unternehmen, das sehr günstig bewertet ist wirklich. Und mittelfristig haben wir auch eine gewisse Restrukturierungsfantasie, was jetzt dieses Venture eben mit Peugeot betrifft. Ich persönlich finde die Aktie von Dongfeng Motor wirklich nicht übel. Das waren jetzt die ersten drei China-Autoaktien. Noch mehr davon, wie gesagt, morgen im Zukunftsmärkte-Report. Und jetzt von mir noch ein kleines Gedicht zur Börse. Wall Street. Durch deine geschwollenen Adern pulsieren dröhnend Tonnen von Gold. Als Ziffern und kurze Gedanken, du bist ohne Schranken, bist den Stolzen und Rastlosen hold, die in deinen Schluchten erbeben und frieren, die hören, was keiner gehört, die stets deinem Atem lauschen, deinem Glasfaserkabel rauschen, du hast sie genährt und zerstört. Und damit erkläre ich unseren kleinen Poetry Slam jetzt für eröffnet. Ich freue mich auf Ihre Beiträge, auf Ihre Kommentare. Alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen.